So, was ist jetzt los hier? Bitte was? Wieso? Ach, ich schick dir mal Berliner mit Senffüllung. Wenn du das nicht magst, dass die süß schmecken sollen, ist ja kein Problem. Okay. Doch, doch, die sollen ja süß schmecken. Ja, ich weiß, dass es sowas gibt. Teig zu Silvester isst man sowas meistens. Also auf jeden Fall einer. Einer von den Berlinern, da ist Senffüllung mit drinne. Ja, wo man sich denn so richtig schön. Okay, wusste ich jetzt nicht, dass es hier durchgeht, aber okay. Okay, der ist auf jeden Fall falsch. Fix, kommst du mal bitte mit anfassen? Ach so, brauchst du denn? Okay, zieh alleine raus, Ding. Ganz schön eklig jetzt. Senf kommt höchstens auf eine Wurst, nicht in Berliner. Ja, die gibt es wirklich. Immer zu Fasching. Genau, die gibt es entweder zum Fasching oder die gibt es zu Silvester. Ja, meistens Silvester, dann hast du den ganzen großen Teller voll mit Berliner und einer darauf, dort ist der Senf drin. So, und dann kannst du loslegen mit deinen Kumpels und Berliner futtern. So, was haben wir denn hier Schönes? Ich würde mich total freuen, wenn wir mal wieder einen Hut finden würden oder so. Gut, der ist dann auch schon mal draußen. Bringt mir erstmal keine Punkte. Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier soll. Ah, ich brauche einen Schlüssel. Da oben ist er. Hä? Da oben liegt der Schlüssel. Honig, Senf, Dillsoße. Ja, das esse ich bei Lachs, denn wegen meiner. Honig, Senf, das könntest du trinken, das Wort, okay. Also auf Lachs oder mit Lachs schmeckt das manchmal ins Gut. Also ich habe gerade überhaupt keinen so richtig so. Okay, der war zu schwach. Müssen wir nochmal machen. Wenn ich die nicht immer übersehen würde, würdest du welche finden. Aha. Altglas. Altklar. Ketchup zu allem essen. Nee, das ist auch eklig. Hä? Was war denn das jetzt für ein Sprung? Okay, so. Ich muss doch da oben ran irgendwie, oder? Der ist doch nicht umsonst, den Hike doch nicht umsonst nach rausgezogen. Weil ich, ach, warte mal. Der hier Beine dran? Ja, Beine hat er dran, aber nur keine Rollen. Aber trotzdem, wie soll ich denn von dort bitte schön da hinspringen? Senf ist zu selten. Okay. Warte mal, jetzt versuchen wir das nochmal mit dem Rufspringer. So, das war der. Okay. Also ich sag mal, das Brett, was hier liegt, ja, dieses hier, das liegt ja nicht umsonst da. Aber das ist.
Ah, doch. Also du musst wirklich bis an der äußerst. Ach so, jetzt ist klar. Ja, okay, jetzt ganz nach oben. Und warum liegt so ein Toter mit seinem Ding hier oben auf dem Schrank? Ein bisschen makaber wieder, wa? So, Schlüssel haben wir. Dicke Ladung. Jetzt seid ihr von Senf auf Honig gekommen. Ihr seid ja auch ein paar gute Marken, ganz ehrlich. So, denn ich gehe mal davon aus, Six zieht uns zurück. Ja. Von Honig auf Senf. Von Honig Senf. Naja, von Honig Senf. Ja. Namenloser, wie viele Hüter eigentlich schon übersehen, wenn du dazu sahst. Also musst du jetzt nicht sagen, wo er war oder sonst irgendwas, das können wir uns später mal angucken. Du musst erstmal, wie viele Hüter eigentlich schon übersehen. Ach, da oben sind wir hergekommen. Da brauchen wir den Schlüssel. Weiß nicht genau, mindestens drei. Na, das ist doch eine Ansage, mein Lieber. Das ist doch eine Ansage. Na, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Du Zix, kommst du mit oder was? Ja, ich wollte gerade sagen. Was war denn das für ein Sprung? Du bist ja ohne Maus, jetzt springst du noch hinterher. Och Micha, jetzt ist aber mal gut langsam. Ich hab keine Kraft mehr in den Finger. Boah. Sind sechs Kapitel, glaube ich. Außer in dem letzten Kapitel gibt es in jedem Kapitel sogar zwei bis drei Hüte. Okay. Naja, muss ja denn, wa? Hast du 4, 8, 12 Hüte? Naja, haben wir schön verschmaddelt wieder. Aber... ich finde, wir sind gut unterwegs heute. Auf jeden Fall sind wir wesentlich besser unterwegs, als wir Teil 1 gespielt hatten. Wo ist... Also wir brauchen dort eine Sicherung, um dort hinten wieder durchzukommen. Und wir haben unseren dicken Kumpel da hinten wieder rumzuhängen. Der... keine Ahnung, was er da treibt. What? Ach, das war jetzt schlecht. Ja, gut, okay, war mein Fehler. Ich bin durch die große Tür gegangen, anstatt unten durch die kleine Tür und, sorry dafür. Oh, jetzt war er aber... die Sicherung liegt da hinten drinne? What? Wie soll das denn gehen?
Immerhin wäscht er sich die Hände. Ja, das ist schön. Jetzt einfach erstmal hier hinten hin. Weil ich gerade. Oh, entschuldigt bitte, ja, wie er ins Mikro gekloppt. Entschuldigung. Da bin ich echt gespannt jetzt, was wir da. Wir watschen mal weiter. Okay. Ist das jetzt schon echt richtig? Okay, ich glaube, so weit sind wir noch nicht, dass wir dort den Schalter umlegen müssen. Ach doch, hier. Okay. Ah, wartet mal. Ich lege jetzt den Schalter um, dann fängt das Ding an zu piepen, weil der ja keinen Strom mehr kriegt. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich ganz schnell rausrennen müssen und uns diese Sicherung holen müssen. Ich beiß mir gleich die Zunge ab, Leute. Mädel. Du legst weg hier. Alt klar, okay. Was denn jetzt? Jedes Mal, jetzt muss ich wieder loslassen, wenn ich gesprungen bin. Ich habe so klitschnasse Pfoten. Beiß mir gleich auf die Zunge. Fix, weiter, 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 weiter. Was? Was ist denn jetzt? Was? Ah!
Na, wie soll ich denn jetzt? Und jetzt? Um Gottes Willen. Leute, wenn ich zu doll brülle, dann sagt mir das bitte. Krass. Der Braten ist fertig. Jo, jetzt hast du den Rollbraten, froh namenlos. Alter Schwede. So, jetzt muss ich mir erstmal noch einen Schluck Tee hier einkippen. Krass. Sehr, sehr krass, meine Lieben. Wirklich krass. Also ich kann im Moment nur sagen, ich liebe es. Doch, ich liebe es. Wahnsinn. Wie sie da sitzt, ja, wie sie da sitzt und sich die Hände daran wärmt. Wahnsinn. Na, Zix, warten. Das war Nummer 2. Nummer 2 war das. Sehr cool. Boah, ey, da ich mir echt. Errungenschaft freischaltet, eingewiesen. Jo, war ich ständig. Sehr schön. Na? Sind wir jetzt am Bahnhof? Komm, wir holen uns mal noch eine Dose. Du ziehst hier für dich. Nicht? Gut. Jetzt fängt es an, damit man das Spiel überhaupt versteht. Also jetzt auf, gut aufpassen. Naja, okay. Warte mal. Halt. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass hier nicht irgendwo ein Hut versteckt ist. An der Stelle. Okay. Danke für deinen Input. Ist doch eine Psycho in dem Spiel, jetzt hör auf. Außer, dass ich euch gerade tierisch ins Gesicht geleuchtet habe. Na, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Da ist eine Gasbuddel.
mich? Okay. Okay. Hör mal auf, mach mir nicht so eine Angst, Namenloser. Mach mir nicht so eine Angst. Okay. Wächst gerade meine pure Neugier. Also meine Neu... Also noch mehr Neugier geht ja gar nicht. Aber hast du recht. Wird, bin echt gespannt, was noch kommt jetzt. Falls mir aber mal ein Gena rausrutscht, dann tut mir das leid, ja. Mein Wecker war schließlich auch um 4:45 heute Morgen. So, Swordlord verabschiedet sich. Ich bin mal raus. Alles klar, mein Lieber. Ich wünsche dir einen wundervollen Abend und ein hammermäßigen Beat Saber Maul Stream, mein Lieber. Viel Spaß. Mach deine Handgelenke nicht wieder kaputt. Ja? Nicht so viel erschrecken lassen, doch. Also das ist das einzigste Gruselspielchen. Ja, das einzigste. Warte, das ist das letzte Level bei mir. Ja, mehr ist nicht. Was fällt denn da hinten immer so runter? Hast du einen Hut für mich? Nee, hat er nicht. Ach, das sind überall, ich sag mal jetzt nicht Menschen, Figuren, die da runterfallen, ja. Okay. Da jemand einen asiatischen Sender? Okay, was war mit ihm? War das Fernsehprogramm nicht gut genug? Vielleicht hat er Werbung drin gehabt oder so. Das bringt jetzt aber auch nichts wahr. Also wenn da nichts in der Glotze drin ist, dann die ganze Karre kaputt zu machen, ist auch nicht gut. Also ich habe so den dummen Verdacht, meine Lieben, dass wir hier
eindeutig das Thema nicht unbedingt Digitalisierung vor uns haben, sondern das ganze Thema Fernsehsucht. Und das hat einen Grund, warum der Junge eine Tüte auf dem Kopf hat, bin ich der Meinung. Mal weiter gucken. Wir gucken mal weiter. Geh jetzt einfach mal an ihm vorbei. Bin jetzt mal total optimistisch. Okay, sie ist total vernarrt in dem Fernseher dort. Und der Mann hinten an der Tür hat wahrscheinlich sein Programm heute nicht gucken können und deswegen geht es ihm nicht so gut. Warte mal, Six. Okay, er hat so ja in der Dusche oder in der Badewanne einen Fernseher zu stehen. Verdammt. Speicherpunkt. Ach ja, es springt euch ja.